Mein Name ist Gustav Sommer und ich bin Foto-Gustav. In diesem Video geht es um Pancake-Objektive, also flachbauende Objektive, die nicht viel auftragen, die eine Kamera schlank aussehen lassen. Da gehe ich auf diesem Video drauf ein. Deshalb ist das hier besprochene Objektiv auch das beliebteste Objektiv, seit ich Streetfotografie mache. Ich habe also 2-3 Videos geplant, in denen es um Pancake-Objektive geht, im Zusammenwirken mit modernen Fuji-Kameras. Heute fangen wir an mit dem Fuji XF 27 f2.8 RWR. Das ist eine Mark II Version, das heißt, es gab schon einen Vorgänger. Das Mark I war praktisch optisch identisch. Es fehlt der Spritzwasser- und Staubschutz und die integrierte Sonnenblende oder anschraubbare Sonnenblende sowie der Blendenring. Trotz der einen oder anderen Schwäche habe ich beide Objektive intensiv genutzt und nutze das Mark II immer noch intensiv wegen der Kompaktheit. Das ist einer der wesentlichen Punkte, die mich diese Objektive sehr intensiv nutzen lassen. Mit meinen Social Media Kanälen, so auch hier auf YouTube, vertrete ich keinerlei kommerzielle Interessen. Das heißt, ich bin Amateurfotograf und der Spaßfaktor zählt. Ich habe sämtliche Ausrüstungsgegenstände selber gekauft, selber bezahlt. Ich werde nicht gesponsert und ich bin ein Freigeist, mein eigener Herr. Oder? Ja, doch. Von Kleinigkeiten abgesehen. Nichtsdestotrotz habe ich eine gewisse Messlatte. Das heißt, die Qualität soll nicht ganz unten liegen, sondern ein gewisses Niveau erreichen. Das Video hat verschiedene Kapitel, weil es relativ lang geworden ist. Bitte mal in die Timeline von YouTube schauen, da seht ihr die einzelnen Kapitel. Und ihr könnt auch Kapitel direkt überspringen, wenn ihr euch in einem Thema schon auskennt. Angenommen, ihr kennt euch in den Menüs einer XD-Kamera blendend aus, dann ist es vielleicht müßig, diesen langen Abschnitt mit mir gemeinsam durchzuarbeiten. Wenn ihr euch nicht auskennt, habt ihr eine hervorragende Möglichkeit, meine Einstellungen und meine Best Practices, die bei mir funktionieren, kennenzulernen. In den technischen Spezifikationen führe ich die Dinge auf, die ich für relevant halte, für meine Fotografie. Das muss nicht unbedingt bei euch genauso passen, aber bei mir passt es halt. Ganz zum Schluss, im letzten Kapitel zeige ich ihr Ergebnisse, im vorletzten Kapitel. Im letzten Kapitel fasse ich zusammen. Zwischendurch gehe ich detailliert auf die Menüpunkte ein. Wer sich in den Menüs einer XD-Kamera auskennt, kann natürlich über die Timeline diese Kapitel überspringen. So, ich wünsche euch viel Spaß. Es geht los mit den Kameras, die ich in dieser Zeit benutzt habe. XE4, XS20 und XT5, das sind die Kameras, auf die ich eingehen werde und die ich hier kurz vorstelle. Seit meinem Umstieg auf Fuji, der im September 2021 mit der XE4 begann, nutze ich sehr viele verschiedene Objektive, aber die meistgenutzten Objektive sind die kompakten Versionen. Meine Erfahrungen. Mit der XE4 habe ich praktisch über 100.000 Auslösungen hinter mir und die 27er, da sind es bis jetzt knapp 30.000 Bilder, die entstanden sind. Dieses Streetfoto entstand unmittelbar, nachdem eine niegelnagelneue XE4 und ein gebrauchtes Pancake 27er Mark I bei mir eingetroffen war. Auch an meinem XE4 Nachfolger XS20, die hauptsächlich als Backup-Kamera und sehr kompaktes Gerät
in der Streetfotografie eingesetzt wird, auch als Vlogging-Kamera, macht ein Pancake-Objektiv einen extrem schlanken Eindruck. Meine X-T5 ist seit Erscheinen dieses Modells meine Hauptkamera. Und mit dem 27er Pancake gehe ich sehr oft los. Auf dem Bild könnt ihr ahnen, warum. Selbst mit einer protzigen Square-Sonnenblende ist das Teil noch extrem kompakt und schlank und unauffällig. Das ist der Grund, weshalb ich diese Kombination so liebe. So, steigen wir ein. Es geht los mit den technischen Specs, soweit sie für meine Fotografie relevant sind. Die stelle ich vor, beschreibe Vor- und Nachteile und erläutere mir wichtige Punkte und Aspekte. In diesem Kapitel gehe ich auf Bildqualität, auf Freistellung, auf Autofokus, auf Schärfe und das, was mich besonders interessiert, ein. Die Brennweite ist 27 mm und die größte Offenblende 2,8. Die kleinste Blende ist 16. Die Automatikstellung der Blende ist verriegelbar. Das Gehäuse ist spritzwasser- und staubgeschützt. Die mitgelieferte Sonnenblende ist aufschraubbar, sehr kompakt und der passende Objektivdeckel ist genial. Sehr beliebt sind auch die steilischen Sonnenschutzblenden im quadratischen, rechteckigen Format von Drittanbietern. Bei manchen Drittanbietern sind die Objektivdeckel eher unpraktisch und werden auch selten gebraucht. Als nächstes möchte ich noch auf die Themen Bildqualität, Sonnensterne, Autofokus sowie Bokeh und Freistellung eingehen. Schauen wir dazu mal auf dieses Streetporträt mit Jasmin, das zufällig heute in einer Apotheke entstand. Der Autofokus arbeitet bei hinreichendem Kontrast und ausreichender Helligkeit im Fokusfeld einigermaßen schnell und sitzt dann auch präzise. Hier bei diesem Streetporträt habe ich im AFC Augenautofokus fotografiert. Die Kamera und das Objektiv haben in Zusammenarbeit sicherlich in Bruchteilen einer Sekunde, also für mich gar nicht spürbar, fokussiert. Die schnelle Fokussierung ist oft so, aber nicht immer. Das Objektiv neigt zum Pumpen, wenn es nicht so optimale Verhältnisse hat und macht dabei auch gehörig Krach. Pumpendes Fokussiergeräusch. Dieses Pumpen und der Krach, der dabei entsteht, ist für mich eins der Hauptnachteile. Das will in der heutigen Zeit keiner mehr haben.
positiv wiederum finde ich bei diesem kompakten Objektiv die Freistellung. Ich denke, die kann sich sehen lassen. Kroppt man in das gleiche Bild bei voller Kameraauflösung hinein, sieht man, dass es an der Schärfe aus meiner Sicht nichts zu mäkeln gibt. Es ist nicht überschärft, es ist genau richtig, wie ich es mir für dieses Genre vorstelle. Während man Sonnensterne mit diesem Objektiv eigentlich komplett vergessen kann, ist neben der Freistellung auch das Bokeh aus meiner Sicht sehr ordentlich und akzeptabel. In diesem Kapitel zeige ich die Einstellungen zu Beginn, also zu Beginn eines Fotowalks, zu Beginn eines Shootings. Was mache ich da routinemäßig? Einmal am Anfang, um sicher zu gehen, dass ich gute Ergebnisse bekomme. Ich zeige euch, wie ich in Blendenpriorität arbeite, wie ich in Zeitpriorität arbeite. Beides sind Verfahren, die ich während eines Fotowalks oder eines Shootings anwende. Volle Akkus und leere Speicherkarten sind natürlich Voraussetzungen zu Beginn einer solchen Aktivität. Deshalb zeige ich einmal kurz, wie ich formatiere und über welchen Weg ich das Formatieren für mich schnell und effektvoll erreiche. Formatieren soll man natürlich auch nicht zu schnell erreichen können, damit man nicht versehentlich seine gerade gemachten Bilder wegformatiert. Also eine gewisse Tiefe ist da durchaus angebracht. Aber seht selbst im Kapitel. Wenn ich im Flow bin, mache ich keine Probebilder. Schau mir auch gemachte Fotografien nur selten an. Ganz am Anfang, ja, da überprüfe ich mit einem Probebild, ob das Ergebnis meinen Erwartungen entspricht. Vorher lege ich nicht los. So viel Zeit muss sein. Aber dann schaue ich nicht ständig nach. Bei einem Street-Photo-Walk mache ich in der Regel Einzelbilder. Deshalb stelle ich dieses Fahrrad auf still für Einzelbild. Und nicht Movie, nicht Filmen. Und das ISO-Wahlrad stelle ich auf S für Einzelbilder. Ich fotografiere sehr oft in Blendenpriorität. Das heißt, am Objektiv stelle ich die Blende ein. In diesem Fall mal 5-6 zum Beispiel. ISO habe ich auf Automatik. Das Zeitwahlrad ebenfalls auf Automatik und die Korrektur stelle ich in der Regel auf eine dritte Blende dunkler. Wenn ich mich je nach Bildgestaltung für Zeitpriorität entscheide, dann wähle ich die gewünschte Zeit. Ich gehe mal hier auf ein 60stel zum Beispiel, um Bewegungen leicht verschwommen auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen. Damit wirkt es halt dynamischer. ISO lasse ich auf Automatik. Die Blende am Objektiv wähle ich auf Automatik. Die X-T5 und andere Kameras haben einen komfortablen Frontschalter, mit dem sich der Fokusmodus einstellen lässt. Man kann ja zwischen manuell, kontinuierlich und einzeln wählen. Andere Kameras, wie beispielsweise die X-T4 oder die XS20, haben nicht so einen komfortablen Schalter, da geht das innerhalb der Menüs. Formatieren. Über das Menü gehen wir auf den Schraubenschlüssel, dort auf Benutzereinstellungen und formatieren in diesem Falle den Steckplatz 1.
Dann machen wir mal ein Probebild. Wir fokussieren mit AF on. Ich bin im manuellen Fokusmodus und kontrollieren kurz die Werke, Blende 5.6, ISO 3200, 20. Sekunde, wir stehen auf dem Stativ, können wir uns leisten. Dann kontrollieren wir das Bild, schauen uns die Ergebnisse an, eine 20. Sekunde, Blende 5.6, ISO 3200, okay. Damit sind wir zufrieden. Diese Prozedur mache ich natürlich nur einmal am Anfang eines Fotowalks. So, wir kommen nun zu den Menüs. Die ersten drei Menüs: IQ, Bildqualität, AF, MF, Autofokus und Aufnahmeeinstellungen, auf die gehe ich besonders intensiv ein. Die nachfolgenden Menüs beleuchte ich nur einzelne Punkte. Insgesamt ist das Kapitel recht lang, aber auch in Unterkapitel unterteilt, die ihr wie gesagt über die Timeline bequem erreichen könnt. Nachdem man die grundsätzlichen Einstellungen in der Tiefe der Menüs hinter sich hat, gibt es natürlich noch Menüpunkte, die man während eines Projekts, während eines Fotowalks, während eines Shootings gegebenenfalls erreichen möchte. Dazu benutze ich einerseits das Q-Menü, da gehe ich gleich drauf ein in diesem Kapitel, und My Menü. Auf My Menü lege ich Einstellungen aus den Tiefen der Menüs, die ich meine oft zu brauchen und dann auch schnell über My Menü erreichen kann, ohne mich in den Tiefen der Menüs herumtreiben zu müssen. Als nächstes zeige ich euch meine relevanten Menüeinstellungen. Dazu drücken wir die Menütaste und wählen auf der Registerkarte Bildqualitätseinstellungen für die Standbildfotografie aus. Bei der Bildgröße bevorzuge ich L, Large, und das Seitenverhältnis, mein bevorzugtes Seitenverhältnis, ist 3:2. Bei der Bildqualität bevorzuge ich für JPEGs F Fine, O Plus RAW oder nur RAW, je nach Projekt. Meine RAW-Aufnahme steht auf verlustfrei Speichern, verlustfreie Kompression. Die JPEG HEIF-Auswahl steht bei mir zurzeit auf JPEG. Filmsimulation und Effekte lassen wir heute mal außen vor, gegebenenfalls gibt es dazu ein separates Video. Als Ausgangsbasis stelle ich den Weißabgleich meistens auf Auto. Er wird aber individuell je nach Projekt angepasst. Der Dynamikbereich steht bei mir in der Regel auf 100. Wie gesagt, die Parameter für die Einstellung der Lux lassen wir heute außen vor. Allerdings, auf jeden Fall würde ich die Klarheit auf 0 stellen, weil sonst zu viel Rechenzeit drauf geht. Auf die benutzerdefinierten Einstellungen C1 bis C7 gehe ich später ein. Kommen wir nun zu den für mich relevanten Einstellungen im Fokusmenü. Der Autofokusmodus steht auf M manuell. Das wird durch den Frontschalter bestimmt. Die AFC benutzerdefinierten Einstellungen für den kontinuierlichen Autofokus stelle ich projektspezifisch ein. Die ausrichtungsbezogene Speicherung von Fokusmodus und Fokussierbereich steht bei mir auf An, bezieht sich auf Ausrichtung im Hoch- oder Querformat. Die AF-Punktanzeige habe ich ausgeschaltet. Das Scrollen des Fokuspunktes habe ich aktiviert. Die Anzahl der Fokussierpunkte, 117 oder 400 und so viel, stelle ich projektspezifisch ein.
Übrigens, alle projektspezifischen Menüpunkte habe ich in meinem Menü zusammengefasst. Dadurch sind sie schnell erreichbar während des Projekts. Das Hilfslicht habe ich auf aus. Die projektspezifischen Gesichts-Augenerkennung und Objekterkennungseinstellungen sind projektspezifisch. AF plus MF sind bei mir auf aus. Im MF-Assistenten habe ich das Focus Peaking aktiviert, Farbe Rot, hohe Intensität. Farbe wird projektspezifisch gegebenenfalls angepasst. Die Fokuskontrolle steht bei mir auf an. Die Belichtungsmessung im momentanen Fokusfeld ist auf an. Die Backbutton-Taste AF on stelle ich so ein, dass bei Drücken fokussiert wird. Als Maßeinheit für die Tiefenschärfe-Skala wähle ich Pixel. Die Priorität der Kamera beim Fokussieren im Fokusmodus AFS oder AFC setze ich sowohl als auch auf Fokus. Das heißt, ich kann nur auslösen, wenn die Kamera scharf gestellt hat. Die AF-Bereichsbegrenzung steht auf Aus. Die Grundeinstellung für den Touchscreen-Modus steht auf Off, passe ich aber individuell direkt über den Touchscreen an. Und schon haben wir uns bis zu den Einstellungen für die Aufnahme vorgekämpft. Ich möchte hier in den Aufnahmeeinstellungen nicht auf alle Menüpunkte eingehen, sondern nur einige Möglichkeiten zeigen und einige grundsätzliche Einstellungen, die für meine Arbeitsweise relevant sind. Ein kurzer, oberflächlicher Blick auf die Drive-Einstellungen. Die einzelnen Aufnahmebetriebsarten lassen sich mit dem Hebel unter dem ISO-Einstellrad auswählen. Hier in diesem Menü lassen Sie sich parametrieren. Die AE-Belichtungsmessung wähle ich in der Regel auf Mehrfeld vor. Ich bevorzuge in meiner Fotografie, also hauptsächlich in der Streetfotografie, den elektronischen Auslöser. Warum tue ich das? Der lässt sich geräuschlos schalten, da ich möglichst unauffällig im Straßenbild agieren will. Ich fotografiere nicht heimlich, aber trotzdem, um authentische Aufnahmen zu bekommen, ist es gut, wenn man nicht so viel Rabatz macht. Auf der Seite 2 der Aufnahmeeinstellungen interessiert uns im Augenblick nur der IS-Modus. Den schalte ich, um Akku zu sparen, auf nur Aufnahme. IS-Modus bedeutet Wahl der Bildstabilisierung. Darüber hinaus werden hier die automatischen ISO-Einstellungen parametriert. Da gibt es 3 Stück von. Pro ISO-Automodus lässt sich die Standardempfindlichkeit, die ISO-Standardempfindlichkeit, die maximale ISO-Empfindlichkeit und die minimale Verschlusszeit parametrieren. Hier noch meine Werte für ISO Auto 2. Und ISO Auto 3. In der Streetfotografie, bei Streetporträts, bei Reportagen und Dokumentationen und auch sonst fotografiere ich überwiegend in Auto-ISO. Welchen Modus dieser 3 ich wähle, hängt von den aktuellen Lichtverhältnissen ab. Der Vollständigkeit halber noch ein kurzer Blick auf die Seite 3 der Aufnahmeeinstellungen.
Blitz, Film und Netzwerkeinstellungen lassen wir in diesem Video außen vor. Wir schauen uns noch ein paar Punkte im Bereich der Schraubenschlüsseleinstellungen an. Das Formatieren der SD-Karte finden wir unter Benutzungseinstellungen. Etwas versteckt, aber das braucht man so oft, das findet man dann schon. Unter Toneinstellungen stelle ich fast alle Töne auf Aus oder minimiere sie in den Lautstärken, falls sie sich nicht ausstellen lassen. Unter den Display-Einstellungen kann man detailliert festlegen, was auf dem Display angezeigt werden kann. Das kann dazu führen, dass das Display relativ viel Informationen enthält und vom eigentlichen Motiv ablenkt. Dazu ist es wichtig, die Display-Taste zu benutzen, um diese Informationen auch ausblenden zu können. Auf der ersten Seite der Display-Einstellungen findet man als ersten Punkt auch die View-Mode-Einstellungen. Dort legt man fest, wann Sucher und LCD jeweils aktiv sind. Die Helligkeit des Suchers ist für mich auf Auto plus 1 meist sehr optimal. Bei Einzelbildern lasse ich mir eine Bildvorschau nach jeder erfolgreichen Auflösung anzeigen. Das ist optimal, da kann ich erkennen, ob wirklich ausgelöst wurde. Das ist für mich ein schnelles und wichtiges Feedback, da die Kamera ja so eingestellt ist, dass sie keinerlei Geräusche als Feedback erzeugt. Auf die Tastenrateinstellung gehe ich an anderer Stelle ein. Im Power Management sollte die Leistung unbedingt auch verstärkt stehen. Als letztes werfen wir unter den Schraubenschlüsseleinrichtungen noch einen Blick auf das Datenspeichermanagement. Hier kann ich die beiden SD-Kartensteckplätze entsprechend zuordnen. Im Schraubenschlüsselmenü Einrichtungen finden wir die Tastenradeinstellungen. Wenn wir die anwählen, können wir zum Beispiel auf die Funktionstasten gehen und sehen dort die Belegung. Ich will nicht im Einzelnen erläutern, das macht am besten jeder so, wie er es braucht. Ich scrolle so nur einmal kurz durch. Fertig. Gehen wir zurück. Dann schauen wir noch uns die Einstellungsauswahltaste an. Und die Bedienradeinstellungen. Dem vorderen Bedienrad weise ich Blende, Belichtungskorrektur, Programmwechsel bzw. Zeiteinstellungen zu, wie abgebildet. Mit dem hinteren Bedienrad kann ich die ISO recht schnell verstellen. Dazu muss lediglich das ISO-Wahlrad auf C stehen. Wie weiter vorne angekündigt, gehen wir noch einmal über die Menütaste auf IQ Bildqualitätseinstellungen. Dort auf die dritte Seite und wählen die Benutzereinstellungen aus. Hier sehen wir, was belegt ist. Hier könnten wir auch die Einstellungen verändern. Das zum Überblick an dieser Stelle. Mehr zu den Benutzereinstellungen über das Quick-Menü. Das Quick-Menü erreichen wir über die Q-Taste.
Hier kann ich auf 16 frei definierten Feldern pro Benutzereinstellung diverse Einstellungen einpassen, wie zum Beispiel Weißabgleich oder Art des Fokuses oder. Auch kann ich an dieser Stelle auswählen, welche Benutzereinstellung C1 bis C7 aktiv ist. Q-Menü und My-Menü gemeinsam ergänzen sich sehr gut, um während eines Shootings, während eines Projekts sehr schnell die zu verändernden Einstellungen zu erreichen, ohne sich in der Tiefe irgendwelcher Menüs zu verirren. Auf meinem Menü habe ich die wichtigsten Einstellungen, die ich zu Beginn eines Fotowalks oder Shootings benötige, gelegt. Über die Menütaste wählen wir mein Menü an, gehen dort mal von Anfang an durch auf die erste Seite. Als erstes kommt die Benutzereinstellungsauswahl. Der steht hier auf C2. Wollen wir mal umschalten auf C1 für Porträts. Habe ich eine entsprechende Voreinstellung hinterlegt. Auslösertyp kontrolliere ich. Arbeite ich gerne mit Electronic Shutter, um geräuschlos zu sein. Und die automatischen ISO-Einstellungen, die wähle ich in Abhängigkeit der Lichtsituation. Auto 1 bei Helmlicht, Auto 2 bei dunklem Licht, Auto 3 bei Nachtaufnahmen, die jetzt keine Cityscapes sind, sondern eher Personen ablichten. Wir haben heute trübes Wetter, also gehen wir auf Auto 2. Und dann werden diese Standardempfindlichkeit 160, maximale Empfindlichkeit 6400er ISO und die minimale Verschlusszeit beträgt eine 200stel ausgewählt. Gehen wir zurück. Dann gehen wir noch auf die zweite Seite von meinem Menü. Den Stabilisierungsmodus habe ich eingeschaltet auf nur Aufnahme. Wahlweise wurde gehen dauerhaft, kostet aber ein bisschen Batterie, ein bisschen Akku. Lasse ich mal auf nur Aufnahme. Und der MF-Assistent ist auf Max. Ja, dann sind wir eigentlich fertig. Dann gehen wir noch zum Q-Menü. Im Q-Menü habe ich 16 Felder mir ausgewählt, die ich entsprechend belegt habe. Im ersten Feld kann ich auch die Benutzereinstellungen auswählen, sofern sie belegt sind. Also zum Beispiel C1 für Porträts, C2 für ein Schwarz-Weiß-Bild nach einer Idee von Mullins, C5 für Stativ und Landschaften, C6 nochmal ein schönes, sattes Schwarz-Weiß von Kevin Mullins, C7 ein Vorschlag von Branche, Hochzeitsfotograf. Und dann kann man auch auf Zeitautomatik wählen oder zurück zu C1 gehen beispielsweise. Das heißt, die Zeitautomatik sehe ich, weil ich die oben entsprechend ISO-Automatik, Zeitautomatik, Blendenvorwahl eingestellt habe. Jo. Bildbeispiele. Hier habe ich ein bisschen kuratiert. Kuratieren, also Bilder auswählen, ist nicht wirklich meine Stärke. Muss ich üben, muss ich besser werden. Nichtsdestotrotz habe ich hier eine, wie ich finde, ganz passende Auswahl getroffen. Es sind nicht immer nur die Highlights, sondern auch Bilder, wie beispielsweise gleich das erste Bild mit einem misslungenen Sonnenstern. Weil dieses Objektiv, was ich hier vorstelle, das 27mm in der Mark II Version, kann sehr viel, aber zum Beispiel keine Sonnensterne. So, schaut euch die Bilder an, habt Spaß damit. Exif-Daten füge ich mit zu jedem Bild hinzu und auch ansonsten ein paar Dinge, mit welcher Kamera, mit welchem Objektiv ist das jeweilige Bild gemacht. Okay, viel Spaß.
Fazit. Ja, ich liebe dieses Objektiv, habe ich schon mehrfach gesagt, es hat Schwächen. Die Schwächen kann man drumherum fotografieren. Was mich allerdings in der Zwischenzeit wirklich nervt, das ist das Pumpen beim Fokussieren, was gelegentlich vorkommt. Kommt gar nicht so oft vor, aber wenn es vorkommt, ist es störend. Beim Fokussieren wird die ganze vordere Linsengruppe belichtet. Und wenn es zu Pumpen kommt, ist das schon relativ lästig. Das macht es zum Beispiel auch unmöglich, dieses Objektiv als Videoobjektiv im Autofokus einzusetzen. Manuell funktioniert natürlich wunderbar, weil es eigentlich alles das kann, was ein Videoobjektiv braucht. Aber beim Fotografieren fotografiere ich persönlich sehr gerne im Autofokus, besonders Augenautofokus in der People-Fotografie, in der People-Street-Fotografie, der ist mir wichtig. Und da kommt schon mal vor, wenn die Lichtverhältnisse ungünstig sind, habe ich ja beschrieben, dass das Ding rumpumpt. Deshalb suche ich eigentlich nach einer Alternative und ehrlich gesagt, deshalb gibt es auch diese Videoreihe. Hier werde ich nämlich weitere Objektive vorstellen. Im Zulauf ist das TT Artisan 27mm f2.8, das vergleichbare Daten hat, schneller fokussieren soll, wir werden es sehen, und nicht rumzicken soll mit Pumperei. Da gibt es einen zweiten Teil von dieser Serie, einen zweiten Teil Best Praxis für Pancake-Objektive. Ich bin selber sehr gespannt. Das Objektiv soll Ende Januar eintreffen. Ich werde mir dann etwas Zeit nehmen, es zu testen, bei hoffentlich schönem Wetter und bester Laune und dann die Ergebnisse euch hier in einem weiteren Video präsentieren. Bis dahin, ciao! Danke, liebe Fotofreundinnen und Fotofreunde, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Das macht mich echt stolz. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen.